Also vorstellen möchte ich eigentlich zwei Variationen, die kostengünstig bzw. sogar kostenlos sind. Zum einen geht es hier um OpenOffice, eine wirklich tolle Variante, die auch auf jedem Rechner laufen wird. Man sieht es hier zum Beispiel gerade bei dem Betriebssystem Windows 11, also läuft auch auf der aktuellen Version 10.8.1.8.7 Vista und XP gibt es als 32-Bit und 64-Bit Version, also sprich auch die aktuellste Version, die 4.1.11. So, als weiteres gibt es ja noch LibreOffice. LibreOffice ist, wie man hier schon sehen kann, The Document Foundation. Das heißt, hier ist ein Zusammenschluss vieler Programmierer, die sich daran setzen, auch das Programm immer weiter zu verbessern. Und es gibt dazu auch einen Source Code, den man sich hier auch runterladen kann. Das ist nämlich hier der Quellcode und man kann an dem Quellcode mitprogrammieren. LibreOffice ist übrigens aus OpenOffice entstanden, als weiterhin eigenständige Gesellschaft, also hier als Foundation, wobei also OpenOffice die Grundlage dessen ist, was LibreOffice ist. Von der Bedienung her ähneln sich beide und beide sind natürlich kostenlos. Es gibt hier bei LibreOffice nur die eine Version, währenddessen bei OpenOffice auch eine Version gibt für Geschäftsleute. Was haben wir hier bei OpenOffice im Paket? Wir haben einmal Writer, also sprich die Textverarbeitung, Datenbanksystem, Base, Impress, das ist quasi wie PowerPoint-Präsentation bei Microsoft Office, Mathe, klar, Tabellen, beziehungsweise hier geht es um Formeln, die man dann noch grafisch darstellen kann. Calc, also Kalkulation, das ist quasi die Excel-Geschichte von Word und dann haben wir hier noch Draw. Und wir werden jetzt auch dieses System einmal vorstellen, dieses OpenOffice, wenn man sich das runtergeladen hat, das geht eigentlich relativ schnell und man sieht auch, dass es eben halt für Windows, für Mac, Linux, Android und Portable. Und Portable ist natürlich der Riesenvorteil, Sie können das ganze System oder ihr könnt das ganze System auch auf einem Stick installieren. Und diesen Stick immer mitnehmen und dann können Sie den überall anstecken, wo man will und dann kann man damit dementsprechend arbeiten. Was ich jetzt allerdings noch nicht ausprobiert habe, ist, wenn ich das als Portable runtergeladen habe, ob das egal ist, dass ich dann den Stick nachher bei Windows, also in einem Windows-Rechner stecke oder in einem Mac-Rechner stecke. Aber OpenOffice gibt es übrigens dann auch noch, wer das nicht downloaden möchte, als CD. Nur bei der CD, man sieht es jetzt hier, die kostet dann einmalig 29,95 mit Verpackung. Es ist klar, da sind natürlich auch Materialkosten da, dementsprechend muss man dafür auch bezahlen. Also hier über Download kann man sich das System runterladen. So, ich habe das natürlich im Vorfeld schon gemacht und würde jetzt quasi einsteigen mit OpenOffice 4.1.11, um da so ein paar Funktionen zu erklären. So sieht dann die Startseite aus und man sieht, das Ganze ist natürlich auch auf Deutsch gehalten. So, da haben wir einmal Textdokument, das ist quasi diese Textverarbeitung, Tabellendokument, also quasi das Excel in OpenOffice, wenn man so will, Präsentation, das wäre dann PowerPoint, was man dann bei Microsoft Office hätte, Zeichnung im Englischen heißt das hier bei OpenOffice auch Draw, dann haben wir Datenbank, das wäre quasi diese Access-Funktion oder das Access bei Microsoft Office und Formel, hier können wir die ganzen Formeln auch grafisch darstellen. Welche Möglichkeiten haben wir jetzt zu sagen, okay, ich fange ein komplett neues System an, dann würde ich quasi jetzt hier einfach irgendwo draufklicken, was ich gerade bearbeiten möchte. Hier würde ich jetzt eine bestehende Datei dementsprechend öffnen und hier geht es direkt zu Vorlagen. So, wenn ich jetzt mal gucke bei den Vorlagen, also viel gibt es da noch nicht. Man sieht es jetzt hier auch, dass es da noch keine weiteren gibt. Aber man könnte jetzt auch zum Beispiel bei OpenOffice mal draufklicken. Das mache ich jetzt mal eben.
Und da haben wir dann schon so einige Vorlagen für Business, Education, Private, also Kalkulation, Zeichnung, Impress, Write. Und ich möchte ja jetzt mal mit der Textverarbeitung beginnen. Also dementsprechend suche ich mir jetzt mal was raus, was für Textverarbeitung gut ist. So, was nehmen wir denn da mal in dem Moment? Geschäftsbrief, Fax, Smile-Nachricht, das wäre jetzt quasi eine Faxvorlage, Geschäftsbrief, Rechnung, Anmerkungen, Millimeterpapier, Durchschnitt, Protokoll. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen jetzt mal irgendeine Geschichte, kein Protokoll. Ich mache das jetzt nochmal mit der ersten Seite hier. So, ich gehe jetzt hier nochmal hin und dann sage ich einfach, ich nehme jetzt mal Geschäftsbrief und öffne den. So, ein Geschäftsbrief, der hier geöffnet wird. So, ich akzeptiere. So, das kann ich jetzt machen. So. Und man sieht, man muss sich schon so ein bisschen durchklicken, ne? Bis man das hier Open Office, der Download startet in Kürze. So, ja, der startet aber sowas von in Kürze. Nämlich, er zeigt mir jetzt hier an, 5 Sekunden, aber ich frage mich jetzt, wo? So, also klicke ich jetzt mal auf Probleme beim Herunterladen und derzeit Probleme mit dem Download. Wir nehmen dann direkt einen Link. So, und dann kann ich das speichern. Ich speichere das jetzt unter Downloads und man sieht jetzt hier auch schon als Vorlage, hier heißt die Vorlage OTT. Und wenn es jetzt ein Open Office Format wäre, wäre das OTD. Also als Vorlage speichere ich das jetzt einfach mal ab. Und dann kann ich sagen, Datei öffnen. Und dann öffnet der das dann auch direkt mit der Textverarbeitung. So, mehrere Empfänger, Adressdatenbank, das gibt es auch. Serienbrieferstellung. Und der einzige Nachteil ist jetzt natürlich, das Ganze ist auf Englisch, aber das können wir ja dementsprechend auch abändern. So, hier könnte man jetzt wirklich alles schreiben. Das ist alles schon mal als Vorgabe für eine Datenbank. Das heißt also, wir können das Ganze jetzt, wenn wir das als Serienbrief nutzen wollen, könnten wir jetzt hingehen und dann dementsprechend auch auf eine Datenbank zugreifen. Die Datenbank kann sein eine eigens erstellte Datenbank oder wir greifen auf die Datenbank von Microsoft Office zurück, also beziehungsweise Microsoft Outlook, Outlook Express, oder wir haben ja eine Datenbank zum Beispiel auch, einige nutzen E-Mail-Programme, die frei zugänglich sind, wie zum Beispiel Thundermail, dann würden wir hier über dieses System, würden wir dann quasi die Datenbank rausholen. Hier gibt es einige Datenbanken, die vorgelegt sind. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt dahinter steht. So, gucken wir mal eben. So, und da sehen wir schon, das passt hier jetzt natürlich alles nicht zusammen, ne? Hier steht jetzt Typ, Adresse, Autor, Buchtitel. Das ist jetzt quasi eine Buchgeschichte. Hier habe ich jetzt mal was erstellt gehabt mit Abfragen, Tabelle. Und da sieht man jetzt hier das, was ich eingetragen habe. Und hier steht es jetzt noch als englische Version. Und ich könnte jetzt, wenn ich jetzt mit dieser Datenbank arbeiten wollte, würde ich jetzt quasi den Namen einfach hier so reinziehen. Und man sieht jetzt, da ich es auf Deutsch geschrieben habe, würde das jetzt hier nicht mehr passen. Dann müsste ich also hier jetzt zum Beispiel Last Name einfach wegnehmen. Und bei First Name würde ich quasi jetzt den hier hinziehen. So, First Name raus. So, jetzt habe ich nämlich genau das, was ich brauche. Das heißt also, ich greife im Prinzip auf eine Datenbank zu, die ich minimalistisch erstellt habe. Aber so würde das Ganze funktionieren. Wenn ich jetzt auf Drucken gehe, Steuerung P, ist das wie überall. Ihr Dokument erhält Adressdatenbank Felder. Möchten Sie einen Serienbrief drucken? Das fragt er mich jetzt sofort. Dann sage ich nämlich ja. So, und dann kann ich hier sofort sagen, das ist meine Adressdatenbank, die ich nutzen möchte.
Das Ganze kann ich in eine Datei ausgeben oder direkt auf den Drucker. Ich mache jetzt hier einfach mal Datei als Dokument speichern. So, und er müsste dann rein theoretisch, ich schreibe das jetzt einfach mal als Test, so, und lege das mal eben kurz auf meinen Desktop und speichere das mal ab. So, dann gucke ich mal eben, wo die Datei geblieben ist. So, und man sieht jetzt hier, ne, der hat direkt jetzt meinen Namen reingesetzt. Und jetzt kommt die zweite Seite und da sieht man, da wo ich den Namen natürlich nicht eingetragen habe, ne, da sieht man sofort, er trägt dann auch hier alle Daten ein. Also eine sehr schöne Geschichte, was zumindest die Textverarbeitung betrifft. Ein Nachteil ist, wenn ich zum Beispiel jetzt, das mache ich mal eben, ein Bild einfügen möchte aus einer Datei. Ich nehme jetzt mal irgendeins, ich nehme mir, ach komm, gut behütet heutzutage. So, und da sieht man jetzt, das Bild ist quer, obwohl ich da gerade in der Vorgabe gesehen habe, dass das Bild eigentlich hochkant war. So, jetzt habe ich hier zwar die Möglichkeit, das Bild zu verkleinern, ne, indem ich jetzt schön hier ziehe, aber ich habe keine Chance, das Bild zu drehen. Und das ist der Riesennachteil. So. Und das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich diese Grafik gedreht haben möchte, dann muss ich es mit Draw öffnen, also sprich hier mit Zeichnung. Hier füge ich dann quasi die Grafik ein, müsste dann jetzt, ne, also hiermit mit Zeichnung, hier müsste ich dann jetzt das Bild einfügen. So, ich kann es auch kopieren, indem ich jetzt mal eben hier sage Steuerung C und füge es hier ein. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, das Bild zu drehen. So, und dann kann ich hier sagen 90 Grad. So, das war natürlich doof. Ich hätte minus 90 Grad schreiben müssen. So, also mache ich jetzt mal hier minus. So, Steuerung C, wechsel dann direkt und dann kann ich das Bild hier auch einfügen. Steuerung V. So, und jetzt habe ich das Bild auch gerade, so wie ich es haben muss. Also, über so einen kleinen Umweg habe ich die Möglichkeit, tatsächlich die Grafiken einzubauen. Also, das ist der einzige Nachteil, den ich hier so gefunden habe. Ansonsten eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Dann machen wir mal eben weiter mit einer Tabellendokumentation. Also quasi Tabellenkalkulation und das ähnelt doch schon sehr an Excel. Ich mache jetzt hier mal auf 100%, weil der steht automatisch hier immer auf 65%, wenn man den öffnet. Und hier kann man jetzt wirklich seine Daten eingeben und dementsprechend mit der Kalkulation arbeiten. Auch das Ziehen, wenn ich jetzt hier, man sieht es schon, der macht automatisch eine weitere Nummerierung. So, gebe ich jetzt Geldbeträge ein, dann kann ich hier sofort auf das Symbol hier klicken und sagen, so, mach da mal bitte einen Geldbetrag draus, dass also dann die Zweistelligkeit da ist mit den einzelnen Effekten. Ich könnte jetzt auch hier 125,25 machen. So, und gebe ich jetzt da das Symbol, fertig. Also, in der Tabellenkalkulation ist das auch relativ schnell gemacht. Im Gegensatz zu Office, Microsoft Office, kann man zum Beispiel Tabellenkalkulationsdateien nicht in Word einbinden. Das könnte man wiederum jetzt auch mit Microsoft Office machen. Da funktioniert das einwandfrei. Da ist die Kombination natürlich auch gegeben. Aber hier ist es nicht ganz so komplex, aber dafür die einzelnen Bereiche, mit denen man sehr gut arbeiten kann, kann man wirklich eine ganze Menge erreichen. Also von daher, was das betrifft, Open Office als Variante, wunderbar. Was man hier auch nicht machen kann, ist zum Beispiel auch eine Teamarbeit. Das heißt Team, dass man gleichzeitig zum Beispiel damit arbeiten kann über
über eine Cloud oder so. Das funktioniert leider nicht. Funktionen, was die Formeln betrifft, da würde ich jetzt auch mal gerne drauf zu sprechen kommen. Also die Formeln sind natürlich so ein bisschen anders eingesetzt als bei Microsoft Office zum Beispiel. Hier hat man zwar die Möglichkeit, ne, das hat man jetzt gerade gesehen, wenn ich jetzt hier runterziehe, dass auch das als Möglichkeit besteht, ne, dass er die Nummerierung macht, hier auch mit den Zahlen, beziehungsweise wenn ich jetzt hier den Befehl Summe, den es ja auch bei Office geht, so, dann kann ich hier genauso gut auch die Summe eingeben. Schön finde ich auch immer wieder, dass man zum Beispiel die letzte Klammer, das sieht man hier auch oben, ne, Summe, ne, das sieht man hier, dass er da die letzte Klammer nicht setzt. Das braucht man auch nicht. Wir drücken einfach die Enter-Taste und schon macht er die Summe da draus. Also die Möglichkeit besteht natürlich auch, beziehungsweise also mit solchen Effekten kann man auch arbeiten. Im Prinzip ist das wie bei Microsoft Office im Excel-Paket, in der Excel-Datei, dass man da also sehr viele Formeln bearbeiten kann. Im Einzelnen möchte ich auf diese Formeln jetzt nicht eingehen. Wenn ihr das wollt, können wir gerne demnächst mal auch genau über die Tabellenkalkulation reden, beziehungsweise darüber, mit welchen Formeln, wie man was machen kann. Es gibt ja sehr, sehr viele Abfragen, Summe, Wenn und so weiter, bedingte Formatierung, das heißt also auch diese Möglichkeit hier, wenn ich das jetzt nochmal eben zeige, das heißt also, dass ich da sagen kann, wenn zum Beispiel Zahl 1 in dem Feld, also ich sage jetzt mal, hier in B7, ne, da steht jetzt zum Beispiel die 6, wenn ich da die bedingte Formatierung nehme. So, dann kann ich jetzt sagen, wenn Zellenwert gleich. So, da könnte ich jetzt hier reingehen und sagen B7. So, ich müsste auf Zellenwert gleich 6. So, dann Überschrift. Das heißt, ich mache da eine Überschrift raus. Zack. Und da sieht man sofort, ne, der hat also hier ein anderes Format genommen. Das könnte man jetzt natürlich dementsprechend erweitern, indem man tatsächlich hier bei der bedingten Formatierung, jetzt muss ich nochmal eben hier reingehen, bedingte Formatierung, da haben wir schon die 6, Bedingung 2, da könnte ich jetzt sagen, wenn gleich 7, dann machen wir hier eine neue Vorlage, dann sagen wir, wie die Zahl sein soll, dass er da Prozent bzw. als Zahl mit zweistellig macht. Oder wir haben jetzt hier einen Text, dass er da einen Text draus macht, könnte ich jetzt also hier irgendein Symbol eingeben, macht daraus eine Währung, wenn das jetzt zum Beispiel eine 7 ist, macht daraus Währung, dann würde der quasi direkt ein 7 machen. Und dann können wir die Schrift angeben und können dann direkt sagen Black. Wir haben die Möglichkeit, dann einen Effekt noch einzugeben, automatisch, also Schriftfarbe. Dann macht da bitte Rot raus und dann sage ich einfach OK. Sage hier OK, wenn ich da jetzt die 7 eingebe und schon sieht man, da haben wir dementsprechend die Formatierung. Also sehr, sehr umfangreich, was auch die Tabellenkalkulation betrifft. Also da kann man schon eine ganze Menge mitmachen. Welche Programmmodule haben wir noch? Das haben wir ja gesehen. Also PowerPoint bzw. Präsentation, Zeichnung, Datenbanken, HTML-Dokument. Das heißt also, man könnte da, wenn man jetzt will, auch eine Internetseite erstellen. Also so sieht das ganze Formular dann aus. Hier könnte man mit Grafiken arbeiten, mit Titeln. So, dann gebe ich jetzt hier mal so die Grafik ein und man sieht, es ist zum Beispiel eingestellt, der erste Buchstabe in der Zeile wird immer groß geschrieben. Also quasi wie in der normalen Datei, wollte ich jetzt schon sagen, wie im Word-Dokument oder bei der Textverarbeitung, dass man dementsprechend hier Grafiken einstellen kann. So, hier haben wir das nächste Problem wieder, ne? Wie gesagt, so, Grafik können wir hier nicht drehen, also müsste man das Ganze wieder über
Draw machen, beziehungsweise über Grafik. Hier heißt es tatsächlich Draw. Und das andere, wenn in dem Hauptmenü steht dann Zeichnung. Also würde ich jetzt hier quasi Originalgröße machen. So, sage jetzt hier kopieren. Müsste dann wieder in mein Dokument reingehen. So, hier. Oh, warum was? Kalkulation, Webseite. So, die Grafik schmeiße ich jetzt mal eben raus und füge dann diese Grafik jetzt ein, die ich dann dementsprechend auch verändert habe. Also, so, und jetzt habe ich genau die Grafik, wie ich sie brauche, und dann kann ich dementsprechend auch alles verändern. Bei Word oder bei Excel ist es ja so, wenn ich das Bild verkleinert haben will, könnte ich jetzt einfach hier so mal eben kurz alles kleiner machen. Das kann ich hier genauso gut, indem ich einfach die Steuerung-Taste festhalte und dann dementsprechend hier das Bild verkleinere. Das wäre jetzt nur eine ganz, ganz kurze Einführung, was jetzt hier mit Internetseitengestaltung betrifft, aber ich glaube, heutzutage macht man das auch nicht mehr hier drüber. So, neu. Wir haben dann nur noch quasi die Präsentation, also quasi wie PowerPoint. So, ich könnte jetzt sagen, aus einer Vorlage heraus, schauen wir mal, es gibt hier tatsächlich Empfehlung einer Strategie. So, ich mache jetzt aber mal eben eine leere Präsentation, so wie das normalerweise mit abgerundeten Ecken zum Beispiel wäre, jetzt hier so blau mit Titel. Dann gibt es eben halt diese Vorlagen, dann sage ich jetzt mal weiter. Wir lassen das jetzt einfach so, kein Effekt. So, fertigstellen. Und dann können wir hier quasi unsere Arbeiten durchführen. So, hier möchte ich dann auch die Grafik wieder einbauen, da ich die ja schon gespeichert habe. Oh Gott, sieht das wieder schlimm aus hier. So. So, neue Folie. Und dann können wir natürlich auch nachher mit Übergängen arbeiten. Also auch da ist alles wieder möglich. Wir können also dementsprechend schwebenden Raben einsetzen, Foliennummern, Datum, Uhrzeit, Feldbefehl und so weiter und so weiter. Bei der Präsentation, da, hier dann Folienübergang, so von unten einrollen. So, da sieht man, wie das jetzt gerade funktionieren soll. So, ich bin jetzt gerade hier drin. Ich gebe jetzt einfach mal einen Text ein. So, lassen wir den mal, und wir sehen auch hier wieder, erste Buchstabe wird groß geschrieben. So, und bei Word bzw. bei Office ist es ja so, dass man die Bildschirmpräsentation mit F5 startet. So, und Bildschirmpräsentation natürlich vom Start, also da müssen wir auch aufpassen. So, das wäre jetzt Start. Dann einmal die Enter-Taste gedrückt oder Maustaste gedrückt und schon haben wir diese Übergänge. Also, da ist auch eine ganze Menge drin. Hier sind die ganzen Übergänge. Also man kann hier auch sehr, sehr viel und sehr, sehr gut mitarbeiten. Unter Extras gibt es noch verschiedene Makros, die man dann aufzeichnen kann. Also bestimmte Effekte, die man sich zum Beispiel selber erstellt, die könnte man dementsprechend auch machen.